Der spirituelle Name Shakuntala. Shakuntala ist der Name der Tochter von Vishwamitra und der Apsara, also der himmlischen Nymphe Menaka. Shakuntala, der Name heißt wörtlich Vögelchen, kleiner Vogel, oder auch diejenige, die von Vögeln aufgezogen wurde. Shakuntala verbindet eine ganze Menge. Sie war die Tochter von Vishwamitra. Vishwamitra, ein sehr machtvoller König, der Rishi werden wollte. Er hat schließlich die höchste Weisheit erlangt. Und so steckt in Shakuntala eine besondere Kraft, eine besondere Willenskraft dabei. Vishwamitra hat schließlich sein Ziel erreicht und die Gottverwirklichung erreicht und letztlich er wurde ein ganz großer Rishi. Aber man musste durch viele Versuchungen hindurchgehen. Shakuntala war die Tochter auch von Menaka. Also Menaka war die himmlische Nymphe. Sie war eine Tänzerin. Sie war eine besonders schöne Sängerin. Sie war eigentlich von Indra geschickt worden, um Vishwamitra in Versuchung zu bringen und ihn abzuhalten von seinen Ritualen. Und so wurde Shakuntala eben die Tochter des Heiligen und Weisen und auch dieser himmlischen Nymphe. Wenn du also Shakuntala heißt, dann steckt dort einiges drin. Zum einen, du hast die Kraft und die Willenskraft und die Energie und den spirituellen Interesse von Vishwamitra und du hast die Liebe und die Schönheit und die Kreativität und die Musikalität von Menaka. Dann schließlich Shakuntala wurde dann von Vögeln versorgt. Shakunta heißt Vogel und Shakuntala ist dann diejenige, die von Vögeln erzogen wurde oder auch kleines Vögelchen. Und so steckt dort auch die Natur drin. Das soll auch heißen, die Natur kümmert sich um dich. Und du kannst in der Schönheit der Natur die göttliche Kraft sehen. Sie wurde dann adoptiert von einem Rishi namens Kanva. Und der Rishi steht dann auch wieder, dass du letztlich schon von Kindheit an mit Spiritualität inspiriert wurdest. Das soll auch heißen, du weißt, es gibt immer Menschen, die sich um dich kümmern. Schließlich gab es dann einen König namens Dushyanta und der Dushyanta hat dann Shakuntala geheiratet und hat später hat sie dann den Sohn Bharata bekommen. Und so wurde Bharata Thronfolger und König. Nach ihm sind alle Nachfahren auch benannt. Die Indien heißt auch Bharatavarsha, das heißt das Land des Bharata. Also im Shakuntala steckt eine ganze Menge und es gibt auch einen recht umfangreichen Artikel über Shakuntala auf unserem Wiki unter wiki.yoga-vidya.de/Shakuntala.